Yo, Degafu am Mikro. Heute habe ich ein ganz spezielles Video für euch. Und zwar hat mich Manne dazu inspiriert, auch mal ein Unboxing zu machen. Und ich hatte mir vor 2-3 Wochen was bestellt. Auch ein sehr schönes Gaming-Zubehör, was nicht fehlen darf, neben eurem Pad, neben eurem Bildschirm und auch neben einem guten Headset, darf dieses wunderbare Produkt, was ich euch gleich präsentieren werde, nicht fehlen. Ja, vor 2-3 Wochen bestellt. Gestern kam es an. Der nette DHL-Bote hat es mir vorbeigebracht. Ich habe vor Glück geschrien. Und ja, machen wir es mal auf, aber auch sehr vorsichtig. Hier steht drauf, sehr zerbrechlich. Bitte vorsichtig öffnen. Deswegen machen wir das ganz vorsichtig. Nicht zu schnell. Ich würde es am liebsten eigentlich auseinanderrupfen. So sehr freue ich mich darauf. Aber ich will es ja wirklich nicht kaputt machen. So. Mal schauen. Ja. Dass diese Penner hier immer irgendein scheiß Papier hier reinmachen müssen, versteht auch kein Mensch. Oh, da haben wir das gute Stück. Oh mein Gott, ist das nicht ein geiles Produkt. Ja, auch das Zusammenspiel der Farben, sehr geil, wie ich finde. Dieses wunderbare Grün zusammen mit dem Silber, umrandet von Rot, sehr geil. Und ich darf euch auch gleich hier darauf hinweisen, auf einen Schriftzug, die Personalisierung von diesem guten Stück. Hier steht mein Name drauf, wie ihr seht. Und ich bin einfach nur glücklich, dass ich es jetzt gerade habe. Ja, für alle diejenigen unter euch, die nicht wissen, was das ist ein Backsbier, ein Produkt, das die KD fördert. Ja, wenn ihr davon 2 bis 3 Stück trinkt, dann steigt eure KD bei MW3 oder auch Black Ops. Das kann ich euch versichern. Aufgrund der Zutaten von Brauwasser, Gersten, Malz und Hopfen und der speziellen Zutat Alkohol, ist das sehr förderlich. Für alle diejenigen unter euch, die aber noch nicht 18 sind, kann ich es nicht empfehlen. Also auch bei übermäßigem Genuss werdet ihr etwas upspacen, ganz nach dem Motto Sail Away. Und ja, ich finde es einfach geil, dass ich es habe. Es wird bei mir auch einen ganz speziellen Platz finden, und zwar in meinem Magen, denke ich mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Degafu am Mikro. Ciao, ciao.